So, wieder hallo und herzlich zurück zu einem wunderbaren weiteren Video zu Need for Speed anbauen und zu diesem wunderbaren, großen, schönen Infovideo zum Volume 3 Update, was nächste Woche Dienstag am 20.06. rauskommen wird. Und ja, es waren jetzt fast wieder knapp 3 Monate Wartezeit auf dieses Update und wir wollen natürlich in diesem Video mal ein bisschen klären, ob das, was vom Inhalt wir dann nächste Woche bekommen, ja, die 3 Monate Wartezeit jetzt wert war. Und wichtiger Punkt ist, ja, in diesem kleinen Trailer war anscheinend auch schon eine Info, eine News drin, ja, wohl, dass das nächste Update nicht 3 Monate in der Zukunft liegt, sondern möglicherweise nur knapp 2 Monate. Aber gehen wir doch erstmal drauf ein, was bekommen wir denn in diesem schönen Update? Was kommt denn mit Volume 3 in Need for Speed anbauend rein? Erstmal bekommen wir wieder ein neues Fahrzeug. Das wird, denke ich mal, leider wohl der Tonus bleiben, dass wir nicht wie bei Forza und Co. halt so 3-4 Autos bekommen, sondern wir bekommen ein neues Fahrzeug, ist in diesem Fall der DMC DeLorean. Was ziemlich cool ist, man muss ja auch sagen, ich meine, der wurde ja im Rahmen der Story ja hier und da schon mal angesprochen. Da haben wir ja schon so ein bisschen rausgehört. Oh, da wird ja wohl was geplant sein. Und ja, jetzt kommt er endlich, der DMC DeLorean kommt ins Spiel rein. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Ich mag die Kiste sehr, sehr gerne und getubed mit Wild Body Kit und dies und das. Und vor allem mit den Fahreffekten, die bei dem Auto müssen sagen, fairerweise ganz gut dazu passen. Freue ich mich da sehr drauf. Der Wagen wird auch wie zuvor eben auch der Maybach wieder über Challenges freigeschaltet werden. Also hier müsst ihr auch wieder bestimmte Aufgaben erfüllen, die eben ja dann diesen Wagen freischalten. Und vermutlich werden diese Aufgaben ja in Zusammenhang mit dem neuen Spielmodus stehen. Ja, wir bekommen nämlich im neuen Multiplayer einen neuen Spielmodus, nämlich die sogenannten Link-Ups, die es geben wird, die für bis zu 16 Spieler in der Open World stattfinden. Das Ganze könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie eben ja Forzaton Live. Ne? Kennt ihr ja auch bei Forza Horizon, das ab und an auf dieser Map wunderbare Events stattfinden. Und bei Forza ist halt so, die sind halt relativ, sagen wir mal, angerichtet, zum Beispiel hier nur Sprünge in diesen Events und bei dem anderen ist zum Beispiel ein Drift Forzaton Live. Und bei Need for Speed ist das so ein bisschen mehr, ja, sagen wir mal, diverser, ein bisschen abwechslungsreicher. Wir haben feste Zonen auf der Map, 7 Stück wird es auf der Hauptmap vom Spiel geben, die dann, wie gesagt, alle paar Minuten mal auftauchen, zu denen ihr dann hinfahren könnt. Dort gibt es dann eben verschiedene Aufgaben. Springe so und so viel als Team, drifte so und so viel, zerstöre Korps, zerstöre Fässer und. Also diesen ganzen Kram, den man da machen kann. Das wird, denke ich, auch mal so eine Sache sein, genau wie eben die neuen Renn-Events, die wir ja bekommen hatten, die ja auf den Takeover-Strecken stattgefunden haben, dass man da das Fahrzeug eher Offroad-lastiger und Driftlastiger aufbauen wird. Thema Driftlastig kommen wir gleich noch zu. Das bietet sich da auf jeden Fall an. Und wie gesagt, die finden halt dann auf dieser Map statt. Im Gegensatz zu Forza und Live wandern die nicht über Map, sondern die haben ein festes Areal, in dem die stattfinden. Also das läuft die ganze Zeit in diesem Areal ab. Und das Ganze läuft dann über 4 Runden mit verschiedenen Phasen. Umso weiter die Runden voranschreiten, umso mehr Phasen gibt es, die auch dementsprechend herausfordernd werden. Und na, wenn ihr eben diese Link-Ups macht, ja, die Polizei wird darauf aufmerksam. Und ja, schreitet nach und nach immer stärker ein. Also mit jedem weiteren Runde, ne, steigt die Polizei dazu. Am Ende, denke ich mal, wird es auch eine ganz gute Belohnung geben. Wie das Ganze funktioniert und das Ganze sich natürlich spielt, werden wir uns natürlich dann in einem wunderbaren, ja, Gameplay nochmal anschauen. Ne? Nächste Woche könnt ihr schon wieder darauf freuen, ein bisschen Preview dies, das. Ihr wisst Bescheid. Am Montag wird es da schon ein bisschen was zu geben und da kann ich euch das Ganze dann schon mal ein bisschen präsentieren und auch zeigen. Was wir auch in diesem wunderbaren Trailer gesehen haben, ist auch, das Chatrad ist wieder zurück. Ja, vorher war es in Need for Speed Unbound ein bisschen schwierig zu interagieren und vor allem mit dem neuen Link-Up-Modus ist es vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, wenn man Leuten so hier und da Hinweise geben kann. Für manche Challenges ist es nämlich ganz schön hilfreich und dementsprechend ist das Chatrad wieder zurück, was auch wieder anpassbar sein wird, dies, das. Da könnt ihr dann eben Emotes auswählen, obwohl nicht nur Emotes, sondern wie wir auch gesehen haben, bestimmte Textzeilen und sowas, was ganz cool ist, wie gesagt, um sich mit Leuten zu verständigen, finde ich ganz nice, dass reingekommen ist. Dann, was reingekommen ist, ist der Speedpass, was reinkommen wird, ist der sogenannte Speedpass. Stellt euch das ein bisschen vor wie ein Battlepass und ich muss sagen, ich habe es ja vorher schon mal irgendwann gesagt, so, ich wäre damit fein, wenn sowas reinkommen würde. Ich finde das bei The Crew geil, ich finde das bei Shootern geil, ich bin bei so einem Speedpass oder Battlepass, habe ich kein Problem mit, wenn ich eben mit meiner Spielzeit damit Progression mache und mir coole, sagen wir mal, Gimmicks freischalte. Im Rahmen des Speedpass jetzt von Need for Speed Unbound ist es unter anderem meist natürlich viel kosmetischer Kram, sei es Fahreffekte, sei es Kleidung, Posen, so Kram halt, ne? Sticker und so, sowas wird da reinkommen. Und jetzt im ersten Speedpass gibt es aber auch ein Fahrzeug zu gewinnen, nämlich bei Level 50 von 75 Level hat dieser Speedpass. Bei Level 50 gibt es eine Legendary Custom Dodge Viper zu gewinnen mit einem ziemlich fancy Lack, der leuchtet nämlich im Dunkeln, was ziemlich nice ist, muss ich sagen. Was wir aber auch dazu gesehen haben, wenn man nämlich mal oben rechts im Trailer in die Ecke guckt, dass da keine Level mehr stehen. Und ich vermute mal, so wie es jetzt aus die Annahme macht, dass eben ja mit diesem Speedpass das normale Level-System abgeschafft worden ist. Also ihr habt ja vorher bis Level 99 leveln können und wir haben uns immer gefragt, ja, wann kommt denn mal wieder mehr da? Wann können wir denn weiter leveln? Und anscheinend war da wohl im Hintergrund schon dieser Speedpass in der Arbeit, weil wie gesagt, ihr seht, oben rechts im Trailer nämlich in der Ecke, ist sehr, sehr gut, dass dort eben keine Levelzahl mehr steht, sondern eben der aktuelle Rang im Speedpass. Dementsprechend werden, denke ich mal, XP
und alles drum und dran, was ihr für Rennen, Events und Weekly und Daily Challenges bekommt, dann in Zukunft eben nicht mehr auf so einen Overall-Level gehen, sondern euren Rang im Speedpass. Was ich vollkommen fein bin ich vollkommen cool mit. Wie gesagt, die Level hatten keinen großen Wert, außer dass man gesehen hat, wie viel du gespielt hast und dass du dafür Geld bekommen hast. Und wenn die jetzt einen Mehrwert haben, ey, du levelst damit den Speedpass, bin ich damit fein. Ich hoffe natürlich, dass es eine Belohnung dafür gibt, wenn man bis Level 99 oder irgendwas gekommen bin, also dass man trotzdem irgendwas dafür am Ende bekommt für die Arbeit, weil sonst ist jetzt, wie gesagt, alles wie Katz, weil das ja einfach weggeworfen wird, gewissermaßen. Aber mal abwarten, was uns dazu dann erwartet. Und was man nämlich auch am Anfang dieses Speedpass gesehen hat, und darum geht es mir jetzt darum, dass das nächste Update vielleicht gar nicht so lange hinweg sein könnte, weil steht nämlich daran, der erste Speedpass ist nur gültig bis zum 16.8. und danach geht es wohl in den nächsten rein. Und ich würde stark vermuten, dass diese Speedpasses eben zusammen mit den Volumes launchen sollen. Also, dass wir jede nächsten Volume, nächsten Update auch einen neuen Speedpass mit Inhalten und allem drum und dran, was passend zu den restlichen Fahrzeugen ist, dazu bekommen werden. Also vermute ich, dass die 16.8. schon in sehr gute Richtung gehen könnte, indem wir dann eben mit dem Volume 4 Update oder zumindest eine Ankündigung rechnen können und dann auf jeden Fall im August mit dem Update rechnen. Was ziemlich cool wäre, wie gesagt, wäre nicht mal knapp 2 Monate dann. Das wäre auf jeden Fall vom Tempo, würde ich sagen, in Ordnung, weil, wie gesagt, der Umfang, würde ich sagen, von diesem Update doch durchweg sehr in Ordnung ist. Ja, kommen wir dann, wo ich gesagt habe, so ein bisschen zum Thema Driften. Ja, da gibt es nämlich neue Playlists, die hinzugekommen. Wir haben uns gefragt, wann gibt es denn endlich Drift-Playlists? Und ja, die kommen jetzt ein. Ihr könnt endlich auch mit Spielern dann eben wunderbar driften in den Playlists, was ziemlich cool ist. Das Ganze geht natürlich nicht dadurch über Platzierung, sondern auf diesen Strecken natürlich, wie am Ende die meisten Punkte geholt hat. Das Driftsystem in der Bounty ja immer so ein bisschen schwierig und wild, weil du ja Bonuspunkte für Nitro bekommst und Bonuspunkte ja auch für Checkpoints, wie schnell du durchkommst. Dementsprechend ist natürlich auf jeden Fall eine wichtige Sache, hol dich viel Nitro für die Events und sowas. Das sollte man da auf jeden Fall einpacken. Und da man natürlich da eben, wie gesagt, damit Bonuspunkte holt und damit auch seinen Multiplikator hochhält, dies, das, wisst Bescheid. Auf jeden Fall, das ist rein. Und wenn ihr jetzt denkt, so, das könnte ja brutales Chaos geben, ja, da kann ich euch wohl entwarnen, weil im Trailer hat man es auch gesehen, man wird nämlich geghostet bei Kontakt. Ihr seht die ganzen Leute, aber sobald sie auf einen zukommen, werden sie geghostet mit einem recht coolen Effekt, muss ich fairerweise sagen. Und dadurch ist es eben ein Event ohne Kontakt, was ich ziemlich cool finde und mich sehr darüber freue, weil, wie gesagt, das wäre so ein absolutes Chaos und ich glaube, das hätte den Spielspaß sehr getrübt. Deswegen, Driften ist drin, finde ich cool. Gucken, wie viele Playlists wir am Ende bekommen haben, wie viele Rennen und sowas. Werden wir uns natürlich auch anschauen und da mal einen Blick reinwerfen, wie sich das Ganze spielt. Aber das finde ich cool. Vor allem, wie gesagt, bringt das noch ein bisschen mehr Abwechslung rein. Und bisher muss man wirklich sagen, die Abwechslung wird jetzt auf jeden Fall mittlerweile echt umfangreich. Mit eben diesen Takeover-Rennen, die wir hier haben. Dann haben wir normale Rennen, Sprintrennen, die ist das, ihr wisst Bescheid, Driftrennen, wir haben jetzt die Link-Ups und sowas. Also man muss sagen, der Multiplayer wird mittlerweile echt ein rundes Paket. Und was ich bisher jetzt hier so raushöre mit der neuen Playlist, mit dem neuen Link-Up-Modus und dem Speedpass, bin ich doch, muss ich sagen, recht happy, auch mit diesen 3 Monaten Wartezeit, weil das vom Umfang und so doch schon recht gut ist, muss man jetzt einfach mal fairerweise sagen. Da muss man dann auch mal lobend sein, wenn man die ganze Zeit sonst so kritisiert. Dann natürlich, was auch noch reinkommt, ist Daily und Weekly Changes gibt es neue. Da haben wir jetzt mittlerweile, denke ich mal, alle gesehen. Da wurde auf jeden Fall auch mal geupdatet. Dann schönes Feature, was alle natürlich riesig freut: Free Room Teleporting kommt rein. Also man kann sich in der freien Fahrt rumteleportieren. Ob das im Singleplayer aus ist, weiß ich noch nicht. Müsste man mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall im Multiplayer wird es drin sein, dass man sich teleportieren kann. Ich denke mal, zu festen Spots, also zu den Safe-Häusern und sowas wird das gehen oder zu den Treffpunkten. Ich denke, man kann sich nicht überall hin teleportieren, aber an diese Punkte wird man sich teleportieren können, was sehr, sehr cool ist, was natürlich vielen Leuten im Multiplayer einfach sehr viel entspannter ist. Man muss nicht ganz rumfahren und wenn man halt mal einfach nur Rennen fahren will, schnell zur Garage, Auto wechseln, wieder zu einer Playlist hin und sowas, ist einfach viel entspannter, haben sich viele gewünscht, kommt auf jeden Fall rein, freut mich sehr. Und was ziemlich cool dabei ist auch noch, die Uhrzeit wird anpassbar sein. Ich denke mal, irgendwo über das Einstellungsmenü werdet ihr dann eben eure Uhrzeit wählen und klingt so im Trailer, dass es halt nicht serverabhängig ist, sondern spielabhängig. Also ihr könnt entscheiden, ihr wollt in der Nacht fahren, euer Kumpel fährt mittags, ist das kein Thema, er fährt am Mittag, ihr fahrt in der Nacht, das ist euer Bums, ihr sucht aus. Was ich sehr cool finde, vor allem für Fotografen im Multiplayer, wird das, denke ich mal, ein ziemlich nice Ding sein, vor allem mit dem Teleportierungsfeature, dass man halt rumspringen kann, die Tageszeit wählen kann und sowas. Das wird schon ziemlich nice. Freut mich mega, ich finde es auch, glaube ich, die beste Lösung, das einfach frei zu wählen und nicht sagen, das ist serverseitig geregelt. Finde ich so sogar cooler, wie gesagt, ist einfach, du kannst halt einfach deine Tageszeit wählen, die dir am besten gefällt. Und ich muss sagen, ich werde relativ oft dann dementsprechend mit der Abenddämmerung in der Nacht fahren, weil ich da muss, dass da am Bauen vor allem mit den Unterbodenbeleuchtungen und jetzt auch mit der Dodge Viper aus dem Speedpass natürlich ultra gut rüberkommt. Und das hat, wie gesagt, also auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Paid-Content. Wie viel der kosten wird und allem drum dran, ob der sich lohnt, werden wir auch noch auschecken. Das muss man dann mal abwarten. So, also gibt es 3 neue Packs im wunderbaren Store. Einmal gibt es das Robojet Swag Pack. Der Name ist cool, man muss fairer sagen. Mit einem sehr, sehr custom RX-7 Spirit. Also hätten die nicht geschrieben, dass es ein RX-7 wäre. Ich hätte lange nachsuchen müssen, dass es einer ist. Mit Kleidung und noch viel anderem Kram dabei. Und das sieht schon ziemlich wild aus. Und da auf jeden Fall ein Custom Bodykit und so auch dran. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Ist auch so ein Legendary-Fahrzeug gewissermaßen.
gleichermaßen. Das gibt's einer, seit dann das Legendary Custom Muster in GT-Pack auch will, vor allem, weil der so eine animierte Rückleuchte hat, wo Text steht, auch ziemlich sick, muss man sagen, das gibt es. Und das Volume 3 Custom Pack, also mal gucken, wird dann mit kommenden Volumes auch weitere Packs geben, mit neuen Custom Legend oder Legendary Kits für den Golf 7 GTI Kampfsport, den Volvo 242 und den Mitsubishi Evo X. Die drei bekommen nochmal Custom Body Kits, beziehungsweise eben Legendary Kits, und die sind auch sehr wild aus, vor allem der Golf, weil der auch leuchtende Lack hat und auch so ein Textband als Rückleuchte, auch ziemlich sick. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass solche Body Kits oder solche Legendary Custom Body Kits halt per DLC reinkommen, weil ich so mit Autos damit fallen wäre. Ich habe weiterhin gesagt, ich wäre damit fallen, wenn Autos kosten würden. Ich finde Tuning-Keile in kostenpflichtige Bundles reinmachen immer so ein bisschen schwierige Nummer. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, weil mehr Tuning-Umfang wäre einfach so cool. Wie gesagt, wir werden uns das mal anschauen. Ich werde mir diese Packs alle mal kaufen, dann, wenn sie draußen sind, offiziell. Und dann werden wir mal reinschauen und einfach mal gucken, ob Preis-Leistungs-Verhältnis da am Ende stimmt. Das werden wir dann einfach mal sehen, was das Ganze dann so mit sich bringt. Aber erstmal muss ich sagen, bin ich mit der Ankündigung doch sehr, sehr happy. Wir haben einmal neues Auto DMC Lloyd. Sehr cool. Dann den neuen Link-Up-Modus, der auch erstmal ziemlich nice und spaßig aussieht. Mal gucken, wie der sich spielt. Wie gesagt, ich werde euch das Ganze auf jeden Fall so schnell wie möglich präsentieren können. Dann Chatra wieder zurück, einfach zum Verhältnis gut. Dann den Speedpass, finde ich eine schöne Alternative zum normalen Level-System. Tut keinem weh. Bisher haben sie auch nicht geschrieben, dass das irgendwas Kostenpflichtiges wäre oder bei zum Beispiel Sigschul 2 kann man ja kostenpflichtig sich hochleveln, wenn man möchte. Und es gibt einen Standard- und einen Premium-Pass ja in Sigschul 2. Und da sind dann manche Autos dann hinter gelockt. Ist ja bei den meisten Spielen so, Battle Pass hat ja kostenlose Inhalte und welche, die man sich kaufen kann für 10er im Monat oder so Kram. Oder 10er für den Battle Pass. Da wurde jetzt noch nichts geschrieben. Müssen wir mal rausfinden, ob es da kostenpflichtige Inhalte gibt oder ob der wirklich komplett kostenlos ist. Müssen wir da mal sehen. Wäre natürlich cool, wenn der komplett kostenlos ist. Aber wie gesagt, das wäre auch so eine Sache, wo ich sagen würde, da wäre für mich DLC-Inhalt auch vollkommen in Ordnung. Für so einen 10er oder sowas, da wäre ich dann vollkommen fein mit. Wie gesagt, wir haben die jetzt hier halt, deswegen denke ich mal, dass der Speedpass dementsprechend kostenlos sein wird. Dann haben wir Driften in der Playlist, was ziemlich cool ist. Wir haben Free Room teleportieren und Uhrzeit Multiplayer wählen. Und ich muss sagen, nachdem das erste Update so okay war und ich mir bei manchen Sachen einfach gedacht habe, wäre cool, wenn die von Release drin wären, bin ich, würde ich sagen, Chapeau an Cotain Games. Das Update sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Vor allem, weil, wie gesagt, die Updates im Multiplayer jetzt auf jeden Fall noch mehr steigt und natürlich auch die Motivation wieder zu spielen aufgrund des Speedpass natürlich mit reingekommen. Jetzt muss man natürlich gucken, welche Inhalte es da drin gibt, was man da alles so gewinnen kann. Wenn das alles so Firlefanz ist, dann ist natürlich auch die Motivation so ein bisschen bedingt, aber mal abwarten. Ich freue mich auch sehr drauf. Wie gesagt, 20.06. kommt das Ganze raus. Nächste Woche Dienstag, voraussichtlich nächste Woche Montag, kann ich euch schon mal ein bisschen Preview-Inhalte zeigen. Dann werden wir uns das mal ganz ein bisschen angucken. Ich gebe euch mal ein bisschen Feedback zu dem Ganzen und dann im Laufe der nächsten Woche schauen wir uns natürlich auch die neuen Store-Inhalte an, um mal zu gucken, was taugen die denn. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich bin erstmal angetan, bin doch positiv überrascht. Ich hätte nicht mit so viel gerechnet, vor allem sehr vielen schönen Verbesserungen. Und ja, jetzt mal abwarten, was dann in Volume 4 kommt. Also wie gesagt, wenn man das Tempo jetzt mit dem Umfang so anhalten, bin ich vollkommen fein damit. Mal abwarten. Es haben ja jetzt von euch auch mittlerweile viele das Spiel sich noch geholt, weil es ja öfters jetzt im Sale war, was ganz cool war. Und wie gesagt, nächste Woche Dienstag geht's offiziell los. Ich hab Bock drauf mit Volume 3. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen rum da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss. For the thrill, I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that.